Hallo Leute, ihr wundert euch bestimmt, warum ich die letzten Tage keine Videos mehr hochgeladen habe. In was es damit auf sich hat, erkläre ich euch in einem anderen Video, aber heute habe ich noch viel zu sagen. Ihr seht schon am Hintergrund, ich habe ein paar ernstere Themen aufzusetzen und ja, fangen wir direkt mal an. Und zwar geht es zuerst mal ums Thema Mobbing. Viele Freunde wurden gemobbt, ich wurde gemobbt und auch meine beste Freundin wurde gemobbt. Letztens zum Beispiel, und deshalb bin ich auf diese Videoidee gekommen, kam eine Freundin zu mir, die auch gemobbt wird, und sie meinte zu mir, sie war völlig aufgelöst, sie meinte zu mir, ich kann das nicht mehr, ich werde seit Jahren gemobbt, ich schaffe das nicht, ich brauche Hilfe. Und genau das fand ich super stark von ihr. Und wenn du gemobbt wirst, dann möchte ich dir sagen, wenn du dann traurig bist, gibst du den Mobbern genau das, was sie wollen. Vergiss nicht, immer wenn die Welt dich runterzieht, gibt es Menschen, die dich wieder nach oben holen. Diese Menschen machen das Leben lebenswert. Diese Menschen sind mal wahre Freunde. Und ich bitte dich, wie gesagt, ich wurde früher selbst gemobbt und ich habe das nicht sofort gemacht. Ich habe das erst seit nach ein paar Monaten gemacht. Ich bitte dich, hol dir Hilfe, geh zu Freunden, euren Verwandten, euren Eltern oder sogar zur Polizei, wenn es gar nicht mehr geht. Selbst wenn die Mobber euch einschüchtern, das nicht zu tun, tut es dann erst recht, denn dann ist es umso wichtiger. Gehen wir über zum nächsten Thema, und das ist Fantasie, die in uns aller Menschen ist. Und zwar durch die Einflüsse unseres Alltags vergessen wir Menschen immer mehr und mehr zu träumen und uns unseren Fantasie hinzugeben. Aber hey, auch wenn alles um uns herum erwachsen wird, vergesse niemals das Kind in dir. Hallo? Hallo, Josie, bist du's? Ja, hey, ich bin's. Was, wenn du jemandem das Wichtigste auf der Welt erzählen musst und du nicht weißt, ob er dir glaubt? Ich verstehe nicht. Ich muss dir etwas sehr Wichtiges erzählen. Hast du kurz Zeit? Ich weiß nicht. Hallo? Bist du noch da? Hallo? Ich wollte dir nur für die Zukunft sagen, egal wie schwer der Weg scheint, sei mutig, egal wohin dein Herz dich hinführt, du bist niemals alleine. Egal ob andere über dich lachen, manche werden deinen Macken folgen. Egal wie oft du scheiterst, gib niemals auf. Und egal ob wir erstmal älter werden müssen, ich bitte dich, gib niemals auf. Gib niemals auf.